Sag mir, quando, sag mir. Hallo, erstmal vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Sehr gerne, ich freue mich. Du hier deine Garage für uns geöffnet hast. Jetzt erklär doch mal ganz kurz, wo sind wir hier? Ja, das ist unser Männertraum, unser wahr gewordener sozusagen. Kleine Schrauberwerkstatt, paar alte Kisten zum Rumschrauben, ein Tisch, wo man Bier trinken kann. Davon haben wir immer geträumt und plötzlich haben wir das bekommen. Ja. Und das war für uns das große Glück. Mhm. Apropos Traum. Ein Traum war ja sicher nicht nur dieses Männerrefugium, dieser Motorclub. Ein Traum ist ja auch die ganze Karriere bislang, wie das verlaufen ist. Erzähl doch mal, wie kam es von der Idee zu dem Level, dass ihr jetzt hunderte Konzerte einfach ausverkauft, im Nu? Es ist ein bisschen schwierig, darüber nachzudenken, weil es liegt schon so lange zurück. Ich bin selber erschrocken, wie lange eigentlich schon, 26, 27 Jahre müssen es jetzt sein, als die ganze Geschichte angefangen hat. Aus dem Scheiß raus, will ich mal sagen. Ja. Wir hatten ein kleines Projekt mit einem Italiener, der gesungen hat. Ich habe im Chor gesungen, die Band war ähnlich, wie sie heute ist. Haben da zwei Konzerte gehabt mit diesem Italiener, haben uns mit dem verstritten, ich mache es jetzt im Kurzdurchlauf, genau. haben uns verstritten. Dann sagte Philipp, besser bekannt als Howie, sagte zu mir, jetzt singst du mal die Sachen auf Italienisch. Das habe ich gemacht. Dann haben wir gemerkt, die Sachen gab es auch auf Deutsch. Dann haben wir das mit deutschen Schlagern eben probiert und haben festgestellt, es macht uns Spaß. Und da sind wir hängen geblieben. Bis heute hängen geblieben. Und immer mit Schlagern, die aber nicht von euch sind. Jetzt könnte man ganz despektierlich sagen, ihr seid eine Coverband. Aber wie kam jetzt dieser Turn, dass ihr quasi die Schlager zu euren Songs macht? Ja, wenn man mal ein Konzert besucht, man erkennt eigentlich keinen Schlager, so wie man ihn kannte, wieder. Mhm. Sind es jetzt eure Songs? Sind es gecoverte Songs? Wie muss man sehen? Ja, auf eine gewisse Weise sind es natürlich in der Zwischenzeit auch unsere Songs. Ja. Natürlich haben wir das Ding einfach genommen aus den 70er Jahren. Es war ja eigentlich auch fast vergessen. Ja. Eigentlich war jeder froh, dass die Schlager verschwunden sind und eine neue Ära eingeläutet war. Da kommt der Kuhn und macht es eben ein bisschen anders. Und allein durch die Aufmachung, allein durch die Buntheit, die wir da irgendwie von Anfang an mit reingebracht haben, muss das wohl ein Magnet für viele gewesen sein, schon zur Anfangszeit und bis heute geblieben. Und was es genau ausmacht, weiß ich nicht. Aber ich kenne jetzt, meine nächste Frage gewesen. Ich kenne jetzt auch Geschichten von jungen Leuten, die irgendwo natürlich über den Wolken hören und sagen, das ist doch vom Kuhn. Ich meine, so viel zu unserem Lied. Ja. Eben, vergessen wir die Coverband. Ne? Genau. Die Originalinterpreten von, das heißt Michael Holm, Bata Ilic, wer auch immer, oder jetzt Reinhard May, gab es da mal Kontakte auch? Wie stehen die zu eurer Show oder zu eurer Art, wie ihr die Songs performt? In den Anfangszeiten gab es natürlich da ziemlich viel Begegnungen, weil natürlich wir die alten Recken, sage ich jetzt mal, wieder aus der Staubkiste, aus der Kiste rausgeholt haben. Und das war dann schon so, dass es natürlich Ideen gab, uns mit den Alten zusammenzuführen. Ja, da gab es ein paar Sendungen. Ich erinnere mich da in Park Rust, in diesem Freizeitpark. Da gab es mal so eine Aufzeichnung von so einer Oldie-Show. Und da haben sie uns aber mit reingenommen. Und da haben wir zum Beispiel unglaublich viele kennengelernt, ob das der Holm war oder der Bata Ilic. Also das waren dann schon lustige Begegnungen, weil die natürlich alle gesagt haben, wow, seit es dich gibt, interessieren sich für uns auch wieder ein bisschen. Werde auch ich wieder gebucht. Ja, irgendwie so. Und das war dann schon lustig, aber es gab jetzt nie irgendeine große Kooperation mit den Leuten und habe das auch letztendlich immer vermieden ein Stück weit, weil ich gemerkt habe, dass wir unsere Eigenständigkeit uns aufgebaut haben und da brauchen wir also weder Schützenhilfe von außen noch. Wir waren ganz eigenständig und sind es bis heute und das ist eigentlich das, was Spaß macht. Tschüss, wir leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir. Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Jetzt gab es ja mal einen Break, Dieter Thomas Kuhn. Das dramatische Konzert in der Schleierhalle mit der Schermaschine, mit den Glatzen. Dann kam
das sollte ja eigentlich das Ende sein, was niemand verstanden hat, außer euch wahrscheinlich, was machen sie jetzt für einen Quatsch. Dann kam, ich nenne es jetzt mal das rote Album, mit eigenen Songs, also hauptsächlich eigenen Songs, das ich ganz spannend fand und auch nicht schlecht, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, das hatte natürlich einen Grund, warum es das dann auch schnell nicht mehr gab. Das Album an sich, wenn du jetzt so darüber redest, das, wenn ich das ab und zu mal höre oder zumindest Ausschnitte wieder davon, denke ich auch, das war irgendwie gut. Wir haben ganz gute Songs gehabt, aber wir waren ja dann live unterwegs mit der Geschichte, mit diesem Imagewandel, ja, und war ich mit der Band, mit derselben Band da unterwegs und wir dachten, wir können da irgendwie genauso viel Spaß haben wie mit der alten Geschichte. Das stimmte halt nicht. Ja. Wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir musikalisch den Spaß verloren haben. Also wirklich selber musikalisch, weil wir eigentlich damit so im Live-Betrieb gar nichts damit anfangen konnten. Ja. Weil uns kam völlig die Spielfreude abhanden. Und dann wurde es dann auch noch so, dass man irgendwie sich der Presse gegenüber, plötzlich wurdest du verglichen mit Pur und musstest sagen, jetzt bist du irgendwie deutschsprachig und eigene Sachen. Und das ist mir irgendwie alles auf den Keks gegangen. Und dann habe ich mit der Band das auch besprochen und habe gesagt, Leute, wir müssen das aufhören. Das ist nicht meine Welt und ich glaube, eure auch nicht. Okay, ja. Und dann war das eigentlich begraben wieder. Also für euch selber nicht authentisch genug, das sind nicht wir. Ja. Wir hatten 7 Jahre so viel Spaß an der Musik und am Rumreisen und an Leute begegnen. Das war plötzlich weg. Und die Tour stand ja schon mit der 01. Da haben wir auch einige Konzerte gespielt, aber das... Also ich habe das damals in der Villa Berg, da war ich auch, ich glaube, das war das Release-Konzert. Ja, genau. Und da war es eben spannend zu sehen, dass dann im Zugabeblock, ich weiß nicht, war es Anita oder irgendeiner von denen kam und plötzlich hat der Saal wieder getobt. Ja. Ja, und da habe ich auch gesagt, das muss eigentlich auch, das sind so Initialmomente, wo man dann selber sagt, boxen wir es jetzt mit aller Gewalt durch. Aber in dem Fall kam dann die Rückkehr des Dieter Thomas. Bisschen später ja dann, ne? Ja, ja. Also 2004 ging es ja dann wieder los. Hab dann, ja, es gab dann so einen ziemlichen Durchhänger 2 Jahre bei mir. Gut, dann kam noch die Dreigroschenoper, die dann auch gescheitert ist, aber nicht aus mangelndem Spaß, sondern aus mangelndem Recht, das tun zu dürfen. Okay, ja. Waren wir sicherlich blauäugig und ein bisschen doof, aber es war trotzdem eine gute Zeit, muss ich sagen, weil ich natürlich komplett die Dreigroschenoper durchgesungen habe und das mit Schauspielern, heftig, ja. Das war toll, es hat mir Spaß gemacht und war schon natürlich zu ahnen, dass das vielleicht schief geht und wurde uns ja dann auch nach 3 Aufführungen untersagt, ja, und das heißt also das ganze Jahr Arbeit war mit null und nichtig, war einmal auf einmal dahin und gut, haben wir ein Weilchen gebraucht, um das zu verdauen und dann 2004 war irgendwie, ich bin so vielen Leuten begegnet, gesagt habe, Mensch, Dieter, wie sieht's aus? Uns fehlt was. Wir vermissen das. Es gibt keine Konzerte mehr, wo die Spaß machen. Und das habe ich mir dann schon irgendwie so zu Herzen genommen, weil ich habe eigentlich abgeschlossen gehabt. Okay. Mit Kuhn. Das war ja nie, das war jetzt nicht irgendwie ein Abschied, wo ich gesagt habe, naja, wir kommen schon irgendwann wieder. So das Typische, jetzt lassen wir sie mal und dann Big Bang. Wir hängen lassen. Nee, gar nicht. Ja. Okay. Null. Es war überhaupt, für mich war es durch und war dann auch überhaupt. Und dann kam aber ganz plötzlich, kam das auf, dass ich gesagt habe, oh, vielleicht doch nochmal probieren. Lust. Kam also echt Lust auf. Und habe dann die Band zusammengetrommelt, die ich dann auch 2 Jahre bestimmt nicht gesehen hatte. Und habe gesagt, wie könnt ihr euch vorstellen, dass wir nochmal zurückkehren, zumindest im Versuch. Und alle gesagt, oh, ich weiß auch nicht, weißt du, was durch ist, ist durch. Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, ja, wo könnte das sein? Theaterhaus. Dann habe ich gesagt, nee, also wenn, dann probieren wir es da, wo wir aufgehört haben, in der Schleierhalle. Dann haben alle gesagt, du tückst ja nicht ganz richtig, das funktioniert nicht mehr und das ist vorbei. Und dann haben wir das beschlossen, dass wir es dann eben doch machen. Dann haben wir gesagt, wenn es jetzt bloß ein Viertel ausverkauft ist, dann hängen wir halt den Vorhang. Den gibt es ja doch, genau, dann wären doch nicht die Ersten, die das machen. Das wäre dann auch nicht peinlich, nicht? Da haben wir gesagt, wir haben es nochmal versucht. Ja. Aber das war ja dann so, dass das nach Bekanntgabe irgendwie innerhalb von 4-5 Stunden ausverkauft war. Und musste man das Zusatzkonzert, das ging ja ähnlich schnell. Und dann kamen die Beschwerden aus dem Norden, sag mal,
wie sieht's aus? Wir konnten ja überhaupt nicht reagieren. Mhm. Und es war dann 2005, dass wir dann erstmal, glaube ich, haben wir dann die SAP Arena ja gespielt, dann die Color Line. Waren dann nicht so viele in dem 2005. Mhm. Aber dann ging es wieder los. Plötzlich, wir haben nicht mehr darüber nachgedacht, ob es noch Sinn macht oder nicht, sondern es war einfach wieder da. Und seitdem haben wir auch nicht mehr darüber nachgedacht, ob das jemals enden könnte. Du sitzt jetzt hier als Thomas Kuhn. Wie viel Dieter Thomas steckt in Thomas und wie viel Thomas steckt in Dieter Thomas? Ja, ich habe das ja früher, in den Anfangszeiten habe ich immer gesagt, das eine ist die Kunstfigur, die ist auf dem Eben Bühne. So, die Verwandlung. Hat man sich ein bisschen losgelöst und gesagt, das ist der, das bin ich. Ja. Genau, also das hat sich sicherlich im Laufe der Jahre so also wirklich vermischt, muss ich sagen. Mhm, okay. Ich kann das selber nicht mehr trennen. Ja, natürlich, mein ganzer Alltag geht um Dieter Thomas Kuhn, ja, ob ich die Frisur jetzt habe oder nicht. Ja. Es geht einfach, meine ganze Arbeit, alle Vorbereitungen, alles dreht sich um die Band, um das Projekt. Ja. Und insofern kann ich das so ganz klar gar nicht mehr trennen. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass ein Stück vom Thomas Kuhn auf der Bühne natürlich ganz, ganz stark mit agiert. Ja. Wenn wir jetzt zurückkommen, wir sind hier in Tübingen, deine Heimatstadt. Du warst auch nie weg aus Tübingen. Also andere zieht es ja, wenn man immer hört, ob man jetzt Berlin, eben Hamburg, haben wir vorher gehabt, klasse Stadt. Aber trotzdem auch toll, wenn man wieder ins Flugzeug sitzt und hierher fliegt. Was war der Grund oder gab es überhaupt nie eine Überlegung, wegzugehen? Doch, die gab es schon. Also im Nachhinein betrachtet bin ich natürlich ein echter Provinzbursche. Ja. Ich hatte schon die Pläne, nach Hamburg auch zu gehen, weil mir die Stadt mir fast gedacht. Unglaublich gut gefällt nach wie vor. Und wir natürlich die Plattenfirma dort hatten und unser Studio, wo wir die Platten aufgenommen haben. Ich bin schon verliebt in Hamburg und freue mich auch, wenn ich da ein paar Mal im Jahr sein kann, was es mir ja möglich macht durch den Job. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wo wir so viel unterwegs waren, wenn ich jetzt nach Hamburg ziehe, bin ich in Hamburg nicht, weil ich eben unterwegs bin. Dann war das erstmal so, hat es geschlummert, diese Pläne. Und dann kam irgendwann meine Tochter, die hier geboren wurde auch, und wo ich gesagt habe, war kein Gedanke mehr eigentlich an Umzug, weil es ist natürlich schon ganz schön, Tübingen ist klein und überschaubar und aber alles, was hier passiert, liebe ich eigentlich. Ja. Wir haben die Nähe ins Ausland, in die Schweiz, nach Österreich. Wenn du Motorrad fährst, du bist im Schwarzwald, du bist auf der Alp. Wenn ich in Hamburg bin, wird es schwierig, was das betrifft. Also insofern habe ich mich mit dem Gedanken, hier irgendwann waagrecht irgendwo rumgetragen zu werden, schon lange angefreundet. Ja. Gibt es denn außer dem Platz, wo wir hier sind, noch andere Lieblingsplätze, wo du sagst, da kann ich durchatmen, da kann ich Kraft tanken? Ja, ich habe hier noch es spielt sich alles am Viertel ab, das ist natürlich auf eine Art auch echt langweilig. Aber ich hab hier so ein kleines, also erstens haben wir unser Tonstudio hier im Viertel auch, wo wir Sachen aufnehmen und dann habe ich noch so ein Rückzugszimmer quasi, wo meine Instrumente stehen und wo ich mal abschalten kann und Gitarre spielen in aller Ruhe. Das gibt's auch noch. Okay. Was hört Dieter Thomas privat für Musik? Kein Schlager, das ist immer, oder? Das ist immer schwierig, das ist aktuell. Wenn ich Schlager höre, höre ich meine eigene Platte. Okay, ja, also das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ansonsten, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das war jetzt schon ein paar Jahre her, da war dein Favorite, waren die Foo Fighters. Stimmt, das ist natürlich nach wie vor eine grandiose Band. Mhm. Ich habe so ein bisschen gerade, also wenn ich wirklich intensiv Musik höre, John Mayer ist gerade mein. Mhm. Okay. Obwohl er ja bisschen Arschloch ist, was man so in den Interviews immer liest, ne? Aber die Musik ist grandios. Also finde ich, da gehe ich auf, wenn ich das höre, seine Stimme, das ist ganz toll. Also es fällt mir gut und ich bin natürlich aber auch immer noch ein Hörer von Steely Dan und Pink Floyd. Und Also wirklich auch die Klassiker, aber eben
auch hier, also die klare Trennung, entweder Kuhn viel, oder viel mehr gibt's, nicht Schlager. Gibt's nein, bei mir nein, nicht. Nein, muss es ja auch nicht geben, muss es ja auch nicht geben, genau. Noch eine Frage, wenn wir jetzt Lebensart, Lifestyle angucken, Genuss, Essen und Trinken. Trinken haben wir vorher schon gehabt, mal ein Bierchen, dann haben wir gehabt, hier draußen grillen. Was gibt es denn ein Lieblingsessen oder was? Oder kochst du selber oder lässt du lieber kochen? Also ich lasse mich natürlich unglaublich gern bekochen und das ist, ich gehe auch super gern essen und mache das auch oft, weil ich es einfach... Ja, genießen kann, gutes Essen. Und ich koche aber schon auch selbst. Okay, okay. Also meine Tochter ist immer ganz begeistert. Wenn ich dann mal koche, sagt sie, Papa, du kochst immer so richtig. Also nicht, meine Partnerin kocht, muss man vorsichtig ich, sein. Meine Partnerin kocht sehr gut, aber wenn ich dann mal sagt sie, du kochst immer so ein richtiges Essen. Meistens mache ich dann auch Fleisch oder mache dann Linse mit Spätzle oder Käsespätzle. Ja, also ich mache das schon gern. Prima. Dieter Thomas Kuhn ist das eine. Ne? Haben wir jetzt 2019, hauptsächlich im Sommer. Was gibt es in der anderen Zeit noch? Da sitzt Kuhn ja nicht nur hier und schraubt und fährt Motorrad, so schön es ist. Aber so habe ich dich jetzt auch nicht kennengelernt. Da muss es doch noch was geben. Ja, es gibt in der Tat ein Seitenprojekt. Das ist entstanden aus unserem langjährigen Johnny Cash-Abend, den wir 12 oder 13 Jahre hier in Tübingen immer gemacht haben, um die Weihnachtszeit rum. Und das war ein ganz großes Projekt, immer mit 20 Leuten, eine tolle Band und immer verschiedene Sänger dabei und so. Das gibt es nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, was könnten wir tun in dieser Zeit, die uns in die Depression treibt, im November, Dezember, Januar. Und haben uns mit ein paar anderen verschiedenen Musikern zusammengetan. Und spielen jetzt Songs from above, heißt es. Das heißt also verstorbene Interpreten, als jung verstorben, frisch verstorben. Ich denke jetzt an Tom Petty, Amy Winehouse. Dinge, die ich nie im Leben dran gedacht hätte, das irgendwie mal zu singen, weil warum auch? Aber die Idee und die Musiker haben mich dazu gebracht, dass wir das probieren. Ja, und es ist ein ganz toller Abend geworden, der lustig ist. Und wir ganz tolle Songs spielen. David Bowie, ist ein Elvis dabei, von Beatles natürlich was, oder John Lennon im explizit. Ist ein ganz tolles Projekt und das gibt es dann so im Mai oder jetzt um die Weihnachtszeit, spielen wir das ein paar Mal. Ja. Aber das ist, ich sage immer, ein Seitenprojekt, das hat nichts damit zu tun, Dieter Thomas Kuhn beiseite zu schieben oder so. Das gibt es einfach auch. Schön. Schön, dass es Dieter Thomas Kuhn weiterhin gibt und die Seitenprojekte. Freuen wir uns drauf. Mal gucken, ob wir es schaffen. Würden wir auch mal gern eins anschauen. Jo, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Solange man Träume doch leben kann.